Tag der Entscheidung für Athen. Die Finanzminister der Euro-Staaten wollen heute die Verlängerung des Hilfsprogrammes für Griechenland beschließen. Voraussetzung ist allerdings, dass eine von der griechischen Regierung angeforderte Reformenliste ausreichend Hoffnung auf einen erfolgreichen Abschluss des Rettungspaketes weckt. Die Aufstellung der Reformen war nach unterschiedlichen Berichten den Montag über noch in Arbeit. In Athen und Brüssel sickerte durch, dass Griechenland bei seinen Reformvorhaben nachbessern muss. Stimmen griechischer Bürger. Die Deutschen haben alles getan, um ihre Überzeugungen und ihre Vormachtstellung in Europa durchzusetzen. Ihr erstes Experiment ist Griechenland. Wir sind die Versuchskaninchen. Es ist einfach nicht möglich, dass Deutschland derart von der Europäischen Union profitiert, dass die deutsche Wirtschaft Gewinne abwirft und dass sich Deutschland jetzt so schäbig verhält. Bislang war geplant, dass die Euro-Finanzminister heute Nachmittag während einer Telefonkonferenz endgültig grünes Licht für die am Freitag grundsätzlich beschlossenen Hilfen für Griechenland geben.